Herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde, zu diesem kleinen Mod-Video. Oder Mod-Tutorial. Heute geht es um den Shurikens-Mod. Shurikens sind Wurfsterne. Ich weiß, es wird, denke ich mal, nicht so ausgesprochen, also Shurikens, aber ich spreche es so aus. Und dieser Mod ist von mir selber wieder mal. Ja, ich habe gesagt, ich habe nicht so viel Zeit und so, aber heute ist mal endlich wieder ein Tag, wo ich dann auch mal Langeweile hatte und dann habe ich das gemacht, den Mod gemacht und ja. Dieser Mod fügt 5 Items hinzu, Shurikens, also Wurfsterne, und die sehen so aus. Den Wood, den Stone, den Iron, den Gold und den Diamond Shuriken. Hier habt ihr die Crafting-Rezepte. Um 4 Wood Shuriken zu bekommen, braucht man 2 Feuersteine, 2 Bretter und einen Stock. Um Stone Shuriken zu bekommen, braucht man 2 Steine, 2 Feuersteine und einen Stick. Und um Iron Shuriken zu bekommen, braucht man 2 Eisenbarren, 2 Feuersteine und einen Stock. Dann gibt es die, und da, bei den 3 bekommt man jeweils immer 4 Shurikens raus. Und dann bei den etwas stärkeren schon, das sind 2 Goldbarren, 2 Feuersteine und ein Stock, bekommt man 8 Gold-Shuriken raus. Und um 8 Diamant-Shuriken, Diamond-Shuriken zu bekommen, braucht man eben 2 Diamanten, 2 Feuersteine und ein Stick. Das... Nein, das war doof. Na, okay. Dann mache ich das eben auch nochmal schnell. Ich hatte mir das eigentlich gespeichert. Aber das geht auch so. 2, 3, 4, 5. Jetzt nur noch Feuersteine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann hole ich mich schon mal gleich. Ja, so. So, dann fangen wir mal mit dem Schwächsten, mit dem Holz an. Wir brauchen das Ganze nochmal so anordnen, bekommen wir 4 Wood Shuriken. Dann der zweitstärkste ist Stein. Bekommen wir auch 4. Dann kommt der Eisen, der auch schon etwas stärker ist, bekommen wir auch 4. Mach das mal 2 weiter, okay. Mach das 3 weiter. Dann gibt es den zweitstärksten, eben Gold. Davon bekommt man 8. Und dann den allerstärksten Wurfstellen sind eben die Diamond Shuriken. Davon bekommt man auch 8. Jetzt habe ich mir hier. Habe ich die alle? Und kann mir jetzt die Kühe hier mal hin. Nein, der. Ach, da unten komme ich gar nicht dran. Aber so. Jetzt baue ich mir mal da mal 2 Kühe rein. Mit den Wood Shuriken braucht man 10 Stück, um eine Kuh zu töten. Relativ viele, aber auf Rechtsklick werft ihr die. Wenn ihr sie wirft und sie irgendwo gegenkommen, sind sie verloren. Also solltet sparsam mit umgehen. Das Problem bei denen ist auch noch, wenn sie aufkommen, das mache ich einfach mal, dann kommen da diese, wie bei Schneebällen, wenn sie aufkommen, diese Platscher-Auseinanderfallteil, so sieht das auf jeden Fall aus. Da muss ich nochmal schauen, wie ich das ändern kann, das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Aber egal, ihr braucht 10 Wood Shuriken, um eine Kuh zu töten. Das hat mir deswegen jetzt nichts gebracht. Ihr braucht 5 Stone Shuriken, um eine Kuh zu, um ein Viech zu töten. Ich werfe doch mal alle 4. Probiere ich jedenfalls auf die da zu werfen. Na, natürlich nicht. Aber egal. Ihr braucht 4 Iron Shuriken, um eine volle Kuh oder Schwein oder Schaf oder Zombie zu töten. Also die erste ist schon mal tot. Die andere lebt immer noch. So. Dann braucht ihr von den Gold Shuriken braucht ihr 3 Stück, um ein Viech zu töten. Ich mach die nochmal kurz tot. Ich will jetzt keinen verschwenden. Ach wieso, ich kann mir die auch spawnen. So, tot. Jetzt gehe ich hier mal ganz kurz rein, spawn hier mal eine neue Kuh. Und mit 3 von den goldenen ist die tot. 1. 2. Und dann noch ein und dann dürft ihr umfallen. Und 3. So, tot. So, und mit jetzt mit den stärksten Diamant-Shuriken braucht ihr einfach nur 2. 1 und 2 und das Viech ist tot, was ihr eben abgeschossen habt. Ja, das sind bis jetzt die 5 einzigen Sachen, die da dieser Mod integriert. Ihr könnt die Shurikens bis zu 64, also mit einem ganz normalen Stack, stacken. Und mit Rechtsklick werft ihr sie. Ihr könnt auch so Dauerfeuer machen, wie es früher mit Pfeil und Bogen ging. Achso, ich bin gerade schon Creative, ich bin mich gewundert, warum die für nicht leer gehen. Und ja, das ist so, das ist eigentlich dieser Mod. Können wir jetzt hier nochmal alle holen. Im Creative Mode werden sie natürlich auch alle angezeigt hier. Glaubt ihr so? Wood Shuriken, Stone Shuriken, Iron Shuriken, Gold Shuriken und Diamond Shuriken. Die ganzen Sachen hier, das sind von meinem anderen Mod, den habe ich auch schon vorgestellt.
Wer es nicht geguckt hat, Link ist in der Beschreibung zu diesem anderen Mod-Video auch noch. Und ja, ihr braucht für diesen Mod nur den Mod-Loader, aber Installation kommt gleich auch noch und wir sehen uns dann gleich bei der Installation. Bis dann, ciao. Da sind wir auch schon bei der Installation und ihr braucht für diesen Mod nur zwei Sachen. Einmal den Mod-Loader, Link dazu ist in der Beschreibung, genauso wie für den Shoeraken Version 1.0 für Minecraft 1.2.5. Link dazu für beides sind jeweils in der Beschreibung. Um den Mod zu installieren, gehen wir als erstes unter Windows-Taste R, %appdata, also %appdata%, und gehen auf Enter. Dann gehen wir unter Punkt Minecraft, unter die Bin, die Minecraft-Jar 7-Zip öffnen, Meta-Inf-Ordner nehmen, löschen, minimieren, das können wir auch schon mal minimieren, Modloader 7-Zip öffnen, alle Dateien nehmen, in die Minecraft-Jar ziehen, ja, Minecraft Jar schließen, Modloader, Zip schließen, Minecraft einmal kurz starten, einloggen. Und Spiel beenden. Dann gehen wir wieder unter den Bin-Ordner, gehen aber zurück und hier hat sich eine neue Ordnerstruktur gebildet, nämlich die Config und die Mods. Wir gehen unter Mods und ziehen da einfach nur die Zip-Datei rein. Hierher kopieren. Können das schließen. Starten Minecraft noch mal kurz. Ja, loggen ein. Und ja, Mod ist installiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.